9 gegen 9, alt gegen jung. Und dann, was wir vor allen Dingen sehen möchten, ist Spiel in die Tiefe. Dazu gehört der erste Blick in die Tiefe. Dazu gehören viele Angebote in die Tiefe, in die entsprechende Staffelung. Aber vor allen Dingen, wenn jetzt zum Beispiel Blau bis zur Mittellinie hochschiebt, habt ihr da noch viel Raum? Also ihr habt ja hier nur einen Teil von der Breite. Habt ihr jetzt bei der Spielform ganz viel Tiefe? Was meint ihr? Der moderne Fußball hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Durch die taktischen Veränderungen ist gerade der Raum gegen Zeitdruck immer größer geworden. Und in dieser Enge musst du zurechtkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass du es übst und dass du es lernst. Damit meine ich, dass du permanent siehst, was sich alles verändert. Wo sind meine Mitspieler? Wo bewegen sie sich hin? Wo sind die Gegenspieler? Wo ist der Ball? Wo sind freie Räume? Und um all das zu sehen und zu erkennen, musst du permanent online sein, permanent das Spielfeld scannen, um dadurch eben die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das ist ja jedem klar, der Kopf gewinnt. Dann muss man doch dem Kopf mindestens genauso viel Zeit widmen wie den Füßen, wie den Beinen. Und nicht nur fürs Kopfball spielen, sondern auch, um den Kopf zu trainieren. Szene geht weiter. Spieler geht raus zum Doppelpass. Was ist deine Aufgabe? Das sogenannte observative Training. Diese Dinge werden von uns natürlich auch immer stärker genutzt, weil es für die Entwicklung der Spieler auch große Vorteile mit sich bringt. Er hat den jetzt gut mitgenommen, wenn du ihn so nach vorne spielst, dass er direkt hinter die Kette kommt. Ja. Aber ansonsten war es einfach eine gute Aktion. Der Trainer hatte mir schon direkt erst das Erste, was er gesagt hat, war, wenn ich trainieren werde, werde ich erst ein paar Wochen Kopfschmerzen bekommen. Super, auf den Keeper, er braucht das auch. Ja, gut, Kegel. Und da hatte er nicht Unrecht, weil diese Trainingseinheiten von ihm sind sehr intensiv, sehr viel Basics, aber sehr hilfreich. Ich bin stolz drauf, diesen Trainer an meiner Seite zu haben jetzt. Zweimal pro Seite. Es macht halt Spaß, die Truppe anzuführen, und wenn Training ist, dann sagt man halt nicht, oh, ist jetzt Training, sondern die Spieler stimmen, der Trainer stimmt, die Trainingseinheit ist top und man freut sich einfach drauf. Starten wir mit der Technik-Koordinations-8, die Verbindung von technischem Aufwärmen, koordinativen Elementen, gehen danach ins fußballspezifische Schnelligkeitstraining und werden dann noch ein Turnier spielen, drei Mannschaften. Machen wir dann Schnick, Schnack, Schnuck, wer dann anfängt. Die Mannschaft, die ein Tor kassiert, geht raus. Und die Mannschaft, die draußen ist, muss sofort rein. Hat natürlich auch wieder was mit schnellem Umschalten zu tun. Schwerpunkte in der Spielform, Ball gewinnen, schnelles Umschalten, kontern, gegenpressen, fallen, wieder in den Block kommen, möglichst in den 3-2-Block kommen. Oder soll man es nicht so machen? Ich finde es gut. Ne? Weil die müssen ständig ihre Position anpassen. Der Torwart muss eigentlich immer mit dem Ball mitgehen. Weil ja, genau. Da ist er, wo ein Tor gefallen ist, sonst kommt er nicht rechtzeitig. In der Mitte, und dann muss er mit dem Ball wie ein Linienrichter. Ist gut. In der U19 ist es schon ein bisschen anders. Die kommen dem Profibereich, dem Erwachsenenbereich schon sehr, sehr nahe. Da sind die Ähnlichkeiten schon deutlich größer, auch in der Trainingsgestaltung. Und dann ist es natürlich enorm wichtig, dass der Trainingsaufbau komplett steht, bevor die Spieler den Platz betreten. Dass die Jungs da einfach selbst noch mal ein bisschen was gestalten können, aber wir ihnen auch bestimmte Dinge anbieten, wo sie individuell schon ein bisschen mehr machen können. Aber der große Vorteil ist, wir können sofort ins Programm gehen und wir haben dann, wenn die Jungs den Platz betreten, einfach die Möglichkeit, mit ihnen Einzelgespräche, persönliche Gespräche zu führen. Einfach ihnen auch zu zeigen, dass wir an ihnen interessiert sind, dass wir uns kümmern. Also wir erwarten schon, dass unsere Jungs jeden Tag alles raushauen, was sie haben, dass sie jeden Tag ihr Bestes geben. Aber wir wissen natürlich auch, dass einfach mal eine schlechte Form, ein schlechter Tag dazu gehört. Dass man mal traurig ist aus irgendwelchen Gründen, weil wir trainieren ja Menschen und keine Maschinen und Roboter. Okay, danke. Das ist sauber, Herr Erster.
Also ich habe es mit 16, 17, 18, 19-Jährigen zu tun. Spätestens in diesem Alter, ich denke sogar im U17-Bereich schon, wenn nicht sogar davor, müssen Spieler lernen, dass ihr Berufswunsch oder da, wo sie hinwollen, dass das schon auch was mit Resultat zu tun hat. Und sie müssen auf dem Weg dorthin merken, dass fußballerisches Talent einfach nur Bedingung ist. Dass dich das aber nur ins Fenster oder in die Tür zum Profifußball stellt und dass du auch ein Talent dafür brauchst, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. Aber dass es schwer ist, dahin zu kommen, dass wir es ihnen nicht zu leicht machen. Deswegen wird ja von unserem Training im U19 auch schon mal gesagt, hart. Und würde ich gar nicht so sehen. Es ist einfach nur fordernd und intensiv, weil ich darin die einzige Chance sehe, dann wirklich auch dahin zu kommen. Euer Ziel auf jeden Fall, Tore, Tore, Tore wie gerade. Aus dem Spiel heraus, aus der Kombination heraus. Überzahl suchen, vor allen Dingen 2 gegen 1. Aber auch kreative Einzelaktionen. Ich möchte immer wieder, dass ihr euch traut, ins Dribbling zu gehen. Dass ihr euch auch traut, trotz Mannschaftsspiel immer wieder auch mal was Besonderes zu machen. Los geht's, Männer. Wettkampf. Athletik, Ausdauer, funktionelle Kraft, vor allen Dingen Schnelligkeit und Schnellkraft. Enorm wichtig im Spitzenfußball. Druck drauf, Druck drauf! Mentale Stärke. Richtig gut zu sein, wenn es drauf ankommt. Und wenn du in die Arena einläufst, dann kommt es drauf an. Und dann natürlich, dass du teamfähig bist. In einem Kader von 20, 25, 30 Leuten. Da musst du auch mal deine Ellbogen einsetzen können. Aber ohne Rasierklingen daran. Das sind so die wesentlichen Faktoren. Ich weiß nicht, ob sich das in jeder Trainingseinheit widerspiegelt. Aber das versuchen wir schon hinzukriegen. Klar, Liebe zum Fußball, das macht unglaublich viel Spaß, aber für mich persönlich liegt ganz viel Sinn darin und ganz viel Erfüllung darin, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre Wünsche, Ziele und Träume zu verwirklichen, ihr Talent, ihr Potenzial zu entfalten. Wir haben eine sehr gute, hochmotivierte Einheit, so wie es sein muss, um Erfolg zu haben, um besser zu werden. Seht zu, dass ihr nach Hause kommt, gut essen, gut trinken. Schönen Abend noch.